Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Outlast. Dem Projekt, was schon ziemlich lange auf diesem Kanal andauert. Sorry dafür, wird sich jetzt ändern. Denn ab jetzt kommen häufiger Videos. Hoffentlich. Ich kann nichts versprechen. Jetzt möchte ich gar nicht lange rumlabern. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Hier hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge aufgehört. Das heißt, wir fahren erstmal eine schöne Runde mit dem Floß über den wunderschönen See. Kamera kannst du dir erstmal klemmen, die brauchen wir sowieso nicht. Und ich werde das hier alles ein bisschen schneller hintereinander schneiden. Ansonsten guckt sich das wirklich keiner an. Ich habe es doch probiert mit Uncut Let's Plays. Funktioniert nicht. Das ist ein ganz ruhiger Einstieg, meine, diese tolle Folge. Pflanzen. War doch gerade noch was, bin ich jetzt dumm. Das klingt nicht so, beruhigend. Sag ich doch! Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Apocalypse. Das ist doch kein Apokalypse, Junge. Hat nur jemand Elektrofischen geübt. Ach du Scheiße, das ist ein Tsunami. Oh, Junge. Dieses Spiel machen wir jetzt mal wieder fertig, Junge. Excuse me, Monsieur. Was ist denn jetzt los? Warum sind hier Leute mitten im See im Wasser? Los, 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 los. Kann man auch springen? Speedrun-Tactics. Nee, nee, nee. Ich möchte nicht, dass du mir hilfst. Das hat schon beim letzten Mal nicht gut geendet. Ruf. Komm schon. Drücken und ja. Blake hat es wie immer überlebt. Fluss ist echt langsam, wenn ich das mal so erwähnen dürfte. Wenn ich so weiterfahre, kriegen wir den Fluss noch schneller kaputt, als du gucken kannst. Bringt Sprinten etwas? Ich glaube nicht. Aber Temple Gate ist ein richtiger Touristmagnet, Junge. Hier ist so viel los. Was? Sind wir schon da oder was? Ach du Scheiße, das sind Leute. Ach du Scheiße. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Hat er jetzt das Ball weggeworfen? Ne, okay. Okay, Blake hat doch ein Gehirn. Manchmal bezweifle ich das, wenn ich diese Spiele spiele. Wer hat Lynn? Ey, ich versuche das jetzt schon seit 2 Jahren durchzuspielen. Die Story habe ich mittlerweile schon aufgegeben. Ich will es mittlerweile nur noch durchspielen. Also die einen wollen, dass sie das Kind kriegt, die anderen nicht. Ich blick das nicht mehr alles. Das ist so weird, Junge. Leute am Spieß. Ach du Scheiße. Hä? Opfern die sich? Oder was? Ich glaube, die nennen es Opferung. Ich nenne es Grillhähnchen-Simulator. Das sind alles schon wieder zu. So Witze, die kann man nicht machen. Ach, guck mal, hier sind doch noch Leute unterwegs. Sind die Forstmitarbeiter. Die sorgen dafür, dass hier kein Feuer einsteht. Und wenn das nicht auf der anderen Seite, stürzen sich im Flammen von der Klippe. Top-Nationalpark. 10 von 10. Kann ich nur weiterempfehlen. Was ist denn? Doch gestern musst du noch nicht ausrasten. Hier ist doch nichts. Entweder schneller, ja. Ach, guck mal. Da auch schon wieder jemand. Nee, nee, nee. Ja, okay, wir haben das Floß schon wieder verloren. Haben wir denn das Paddel noch, oder? Da ist das Raft. Und da kann man sich mal... Guck mal, die sind auch schon durchgebraten, oder? Aber Blake, du hast doch jetzt schon seit einem Tag nichts mehr gegessen. Gönn dir doch mal. Ah, hier gibt's nichts zu rekorden. Das ist alles nicht interessant hier. Feuer brennt ja noch. Ja, 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 ja. Nee, oder? Ich halte gedrückt. Meine Maus ist zwar schon kaputt, aber jetzt noch mehr. So ein Akt der Balance, ein Akt der Balance. Diesmal falle ich nicht runter, nicht so wie in der letzten Folge. Oder vorletzten, ich weiß auch nicht mehr. Love set us free. Das glaubt mir selig. Ach da, na, bist du auch hier am Abhängen? Das machen viele in Temple Gate, glaube ich. Bisschen Borderies, bisschen Bandage. Kann ja nie schade. Oh ne, 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 ne. Ab zum Raft, ab zum Raft, ab zum Raft. Ich möchte mit diesen ganzen Leuten hier nichts zu tun haben. Natürlich ist das Paddel noch da. Steuern ist sehr schwer mit einer Hand. Das lässt sich so gut manövrieren wie ein Minecraft-Boot. Nämlich gar nicht. Auch noch ein Tempel oder was? Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Aber hier finden auch die Olympischen Spiele im Sprung statt. Ey, das Audiodesign ist schon krass. Ey, die laufen überall rum. Was ist mit denen? Nein, nein, nein. Die Wichser haben mich mit Steinen abgeworfen. Gut, dass sie mich in der Kamera nicht getroffen haben. Also so wäre hier so ein bisschen Kratzer im Bild. Haben sie nicht. Perfekt. Jetzt haben wir nur leider nur noch ein kleineres Los. Da sieht es auch wie Zivilisation aus. Da wollen wir doch hin. Was war eigentlich das Ziel? Ich glaube, wir wollten zu dieser einen Mine oder sowas. Ja, bitte erklären, was ich gerade mache. Die Kamera kann sich nicht erklären. Ich nicht. Okay. Zurück zum Actual Game. Kommen wir jetzt voran. Ah ja. Ah, guck. Ich habe in derselben Sekunde auf D gedrückt. Das ist so komisch gerade. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Leiter. Jetzt habe ich endlich einen Grund, dahin zu gehen. Sag mal, laufe ich durchs Wasser oder? Was ist denn das für ein Enter, Junge? Ach du Scheiße, nee.
Nee, 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 nicht der Typ. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Wie lang ist dieses verdammte Schwimmbecken und warum bin ich unter Wasser, Junge? Boah, dieses Spiel ist echt ein Spiel, was mich fertig macht. Ey, mach das doch nicht. Erst die Exits probieren. That's right, here I go. Aha, warum sind die Glastüren... Glastüren zu den Umkleiden. Wer kommt auf so eine Idee? Mal gucken, was hier drin ist. Ich möchte... Ich darf hier nicht rein eigentlich als Blake. Auch im Generellen nicht. Ist ja nur aufgrund als bei den Herren. Ich möchte nicht wissen, wie das passiert. Alles in Ordnung. Ich will damit nichts am Hut haben. Ich möchte es gar nicht wissen, was hier passiert. Ich darf hier mal nicht abgezogen. Ist ja widerlich hier. Ach du Scheiße. Was soll denn so ein Quatsch? Lehn oder keine Ahnung wie du heißt, ist mir so scheißegal. Ich hab Gänsehaut. Hör doch auf. Ach, ich hab keine Lust mehr. Aus der Richtung kommst du, dann kann ich ja hier hingehen. Hab ich gar kein Problem mit. Ja, okay. Galgenmännchen. Komm, die Story ist doch mittlerweile auch schon scheißegal. Ich sag dir, was sind hier einfach nur noch aus? Ich glaube, die Kamera ist einfach nur noch leer. Einfach mal ein PC angegangen. Es soll mal neu laden. Komm, die arme Kamera hat's verdient. Dieses Spiel, ich hasse es. Hier komme ich nicht. Das heißt, ich muss einmal komplett um den ganzen Brei herumlaufen, um da hinzukommen. Da war jetzt eben dieser eingeschaltete PC. $19 Fortnite Card. Who wants it? Who needs it? Ja, natürlich. Fuck. Help me! Und wir haben es endlich zu der Leiter geschafft. Hä? Was zum? Ich weiß nicht mehr, was in diesem Game überhaupt abgeht. Meine Güte, die Tür ist offen, soweit wie du die aufweisen kannst. Was auch immer du mir sagen möchtest, ich verstehe dich nicht. Jetzt hat eben so ein Pisser wieder zugemacht. Was soll ich denn jetzt hier drin? Und folge ich auch irgendwelchen Stimmen irgendwo hin? Und hier irgendwo draufklettern oder sowas? Ah, ne, hier ist eine Tür. Einfach durchrennen ist meistens die beste Option. So, eine Batterie. Ja, hier ist eine Refresh-Station für alle Stats. Irgendwas ist hier und ich möchte es nicht wissen. Ha, schön übersehe ich sehr häufig. Das ist sehr traurig. Es ist... Fuck! We tried to get her back before the enemy cracks her womb. Was zum... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out! We have to leave! We have to go! Nein, wir sind jetzt wieder in der Schule, ne? Ah! Oh. Was ist denn das hier für Scheißlicht? Ich muss Energie sparen. Never mind. Der Fan hat mich tatsächlich gar nicht erschrocken. Ist hier was drin? Sorry. Ja, Prost Mahlzeit. Blake. Nicht so aggressiv. Interagieren. Jessica ist im Chat beigetreten. Hey Jessica, bist du da? Hi. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. I don't want to do this no more. Komm, laden wir mal nach. Wir tun dem Ganzen mal den Gefallen. Du gehst immer den umständlichsten Wege, Blake. Manchmal musst du irgendwo anders erst checken, bevor du dann irgendwo anders hingehen kannst. Das habe ich aus diesem Spiel gelernt. Ah, hier ist ein Computer. Kann nicht sehen. Das ist ein Zugemacher. Sehr viel Geld. Gemeinschaft und Unterstützung gewinnt. Du bist unbesorgt. Excuse me, Monsieur, was passiert hier? Ich blick's nicht. Wenn ihr es versteht, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich weiß das nicht. Hier läuft irgendwie gerade eine ganze Rave-Party ab. Mit Computern. Hier sind wir noch blockiert. Genauso wie ich bei allen auf WhatsApp. Ich frag gar nicht alles, okay? Jetzt kommt hier gleich wieder dieser komische Mehrfacharm-Typ und jagt mich durch die Gänge. Oder Jessica steht vor mir. Irgendeins von diesen Sachen wird passieren. Ja, lauf ruhig. Jetzt sind wir mittlerweile auch scheiße, gell?
Ich hätte jetzt gucken können, was da unten ist. Ich bin einmal am Pudding gelaufen. Was hat mir das jetzt gebracht? Richtig, nicht. Ich kann diese ganze Sektion rauscutten. Ja, tschüss, ich gehe. Tschüss. Hier war ich doch schon beim letzten Mal. Die hätten das auch blockieren sollen, damit man einen klareren Pace hat, wo man hergehen soll. Der Computer kommt jetzt wieder zu. Interessant. Okay, wir haben Downgrade. Wir haben noch weniger Räume als vorher. Am wenigsten kommt uns der Typ nicht nach. Geh in den Schrank jetzt. Meine Güte. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Alter, was war das jetzt schon wieder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, damit ich endlich mal die 100 Abos erreiche. Vielleicht habe ich es zu diesem Zeitpunkt auch schon erreicht. Man weiß es ja nicht. Aber wenn nicht, drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sarazza.